Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Ich habe heute ein neues What I Eat in a Day für dich. Jede Menge leckeres Essen, also bleibt dran. So, bestes Frühstück. Es gibt ein paar warme Reisflocken. Es ist heute der erste Tag, wo ich mir heute ein Pullover angezogen habe in der Küche am Morgen. Es ist richtig kühl und wahrscheinlich wird es jetzt wirklich Herbst. Ich habe mir ein paar leckere Reisflocken wieder gemacht, schön warm, mit etwas Zimt darüber. Und hier ist mein Mandellatte, entkoffeiniert wie immer. Hier ist so ein kleines Wässerchen, perfekt, um in den Tag zu starten und zum Kaffee zusammen. Und die werde ich jetzt essen, die leckeren Reisflocken. Finde ich echt lecker, so ein kleines Portionchen. Ja, und dann geht's wieder raus an die frische Luft, wie immer. Ulla muss raus. Und ich werde heute meinen Mantel richtig, richtig zuzurren. Sieht draußen nämlich echt nicht so schön aus. Ach, ihr Lieben. Guten Morgen. Ich fahre jetzt zu einer Freundin, weil ich brauche unbedingt eine Abendgarderobe für eine Hochzeit. Und ich habe auch noch vor, shoppen zu gehen. Aber sie meinte, hey, komm noch erstmal bei mir vorbei. Ich habe super viel Abendgarderobe. Sowas trägt man jetzt ja auch nicht so häufig. Also hin und wieder schon, aber einfach nur zu besonderen Anlässen. Und sie meinte, hey, ich habe schöne Abendkleider, komm mal zu mir, weil wir haben ungefähr die gleiche Größe und ungefähr die gleiche Statur. Ich hoffe nämlich, weil mein Mann trägt Smoking und da muss man natürlich schon so ein bisschen, ich will daneben nicht abstinken. Nein, auf jeden Fall fahre ich jetzt los, Kleideranprobe bei einer Freundin, es ist so cool. Und ich finde es auch irgendwie nachhaltig. Ich hoffe, ich finde was, ansonsten muss ich nochmal los. Und ihr wisst, dass ich shoppen nicht so gerne mag. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich brauche eigentlich mehrere Outfits, weil ich in den letzten 10 Jahren wenig shoppen war. Ich weiß, das hört man nicht oft. Bei mir ist das so. Wie gesagt, Gummistiefel, Regenmäntel, Outdoor-Klamotten. Ey, ich bin super gut bestückt. Aber was so Abendgarderobe angeht, Schuhe angeht, ehrlich gesagt, trage ich in meinem Alltag nur Sneakers und Gummistiefel. Jetzt habe ich so Stiefeletten an, aber die habe ich auch nicht so oft an. Deswegen, also Outdoor-Klamotten und Reitsachen bin ich total gut ausgestattet, wie kein anderer. Aber in die andere Richtung eher weniger. Deswegen, das muss ich jetzt ändern. Ich gehe jetzt Kleider anprobieren. Ich brauche gute Musik. Wo ist mein Telefon? Ohne Musik geht's nicht. Und viele von euch hatten schon auch gesagt, Mensch, wenn du mal shoppen gehst, nimm uns doch mit. Das ist immer gar nicht so einfach, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in Läden gehe, die stehen da gar nicht auf Film. Also überhaupt Einkaufszentren stehen gar nicht auf Filmen. Deswegen ist es zum Teil auch nicht erlaubt. Ich kann es auch verstehen. Die Leute möchten nicht, dass man da einfach rumfilmt. Deswegen nehme ich euch da meistens nicht mit. Wenn ich was finde, werde ich es dir auf jeden Fall zeigen, weil die Hochzeit ist schon in ein paar Tagen. Ich bin spät und dann zeige ich es dir angezogen. Versprochen. So, ich bin fündig geworden. Richtig, richtig cool. Ich habe eine richtig tolle Abendgarderobe. Und ich habe auch super Sachen für den Tag. Und jetzt kann ich das mit meinen Sachen so ein bisschen kombinieren. Und jetzt ist es alles so ein bisschen einfacher. Weil ich habe mir sonst immer für Events einfach auch Sachen geliehen. Weil es sind so Sachen, die ich zwar gerne anziehe, die aber einfach nicht in mein Alltagsrepertoire gehören, weil ich natürlich, ja, weil ich einfach nicht ständig zum Arbeiten raus muss. Ich bin nicht ständig auf Abendevents und wenn ich dann auf dem Abendevent bin, dann leihe ich mir gerne Kleider oder auch mal Sachen, die ich nicht täglich trage. Weil ich finde es einfach schade, wenn man so 5 Abendkleider hat und die trägt man irgendwie selten, dann leihe ich mir lieber ein richtig tolles Kleid. Das wird dann mir angepasst und dann kann ich das auf den Event einfach tragen. Also so mache ich das eben. Jetzt ist die Zeit aber zu knapp, weil ich einfach super viel zu tun hatte. Mein Mann war weg und dann bin ich nicht dazu gekommen. Die Kinder waren krank. Und es war einfach so viel zu tun, dass ich dieses Mal, ja, einfach nicht raus konnte. Und deswegen habe ich mir jetzt ein bisschen was zusammengeschmissen. Ich freue mich mega und freue mich auch, dass das so toll passt. Also falls ihr mal was braucht, tauscht doch mal Sachen oder holt euch ein tolles Teil von einer Freundin. Geht auch. Essen ist fertig.
fertig. Es gibt ein Reiscurry mit verschiedenen Pilzen. Das habe ich jetzt aufgetaut im Topf, und weil das ist noch ein Curry, was ich eingefroren hatte. Ideal. Ich habe das noch mit ein bisschen Kokosmilch noch so ein bisschen aufgefrischt und nochmal abgeschmeckt, und wunderbar. Und ich habe so eine Portion immer im Gefrierfach. Ich habe mir extra so eine bisschen größere Tiefkühltruhe zugelegt, weil wir hatten nur zwei Gefrierfächer. Ich dachte immer, das reicht, weil ich auch immer gar nicht so gerne auf Tiefkühlkost zurückgreife, weil ich einfach dachte, ich koche lieber frisch. Aber im Eifer des Gefechts, im Eifer des letzten Jahres, habe ich gedacht, okay, nee, also es wäre schon mal schön, einfach auch mehr einfrieren zu können und auch mal wieder ein bisschen vorzukochen und einzufrieren, weil, wie wahrscheinlich bei euch auch, es im letzten Jahr sehr hektisch war oder auch jetzt immer noch zum Teil sehr hektisch ist, weil wir eben auch gerade viele Sachen planen, die wir in Zukunft vorhaben. Und deswegen hilft mir das jetzt, eine richtig schöne Portion. Ich habe gedacht, ach, bewahre ich die auf? Und dann dachte ich so, auf jeden Fall. Und seht ihr, das ist jetzt noch eine tolle Mahlzeit. Ich esse jetzt was kurz, weil ich habe so tierisch Hunger. Und dann werde ich später noch was für die Kinder machen. Dieses Curry ist ein bisschen zu pikant, deswegen mache ich denen später was anderes. So, ich bin jetzt gerade ausgeritten und habe jetzt gerade hier schön gefegt und die Pferde gefüttert. Und jetzt mache ich immer mal das Tor zu und dann geht's ab nach Hause. Aber es war echt schön. Heute ist richtig schönes Wetter. Es ist ja nochmal toll, wenn es so spätsommerlich warm ist. Weil der Spätsommer muss auf jeden Fall ausgenutzt werden, gerade reittechnisch, weil im Herbst, Winter werden wir hier oft genug richtig nass, obwohl ich ja so einen richtig coolen Regenmantel habe. Aber heute war es echt toll, mal wieder im T-Shirt reiten, so wie ich es liebe. So, Tor ist zu und jetzt mache ich sauber und dann geht's ab nach Hause. So, ich habe mir jetzt noch ein bisschen Mozzarella gemacht mit Cherrytomaten, Olivenöl, dem restlichen Balsamico, so ein paar Kleckse, ein bisschen Salz. Und das werde ich auf jeden Fall jetzt essen. Und ja, ist so ein zwischendurch Reste essen. Muss alles weg, Tomaten sind alle, Mozzarella ist jetzt alle, Olivenöl ist alle und Balsamico ist alle. Salz habe ich noch. So, jetzt ist Folgendes passiert. Ich war vorhin mit dem Hund praktisch eine Runde unterwegs und dann habe ich natürlich die Tür zugezogen, wie man das so macht. Und ich habe einen Schlüssel mitgenommen und als ich wieder kam, kam ich nicht mehr rein. Und ich dachte mir, okay, warum kann ich den Schlüssel da nicht reinstecken? Der Schlüssel steckte auch nicht von innen. Sehr interessant war es. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder drin und bereite jetzt das Essen vor und bin froh, dass ich wieder drin bin. Ja, so kann es laufen im Alltag, ne? Immer dann, wenn man richtig denkt, man hat keine Zeit, passiert sowas. Aber dann hatte ich auf einmal ein bisschen Zeit und habe das ganz gut überbrückt. Aber jetzt koche ich gerade was Schönes. Es ist Zeit für eine leckere Mahlzeit und da habe ich wieder so ein Resteessen gezaubert. Ich habe mir aber ein Basmati-Reis gekocht. Das ist weißer Basmati-Reis gemischt mit einem Rest braunen. Dann hatte ich noch einen Nudelrest. Daraus habe ich einen Nudelbohnensalat gemacht mit getrockneten Tomaten und Kräutern. Dann habe ich einmal Mais vom Maiskolben geschnitten und einmal Edamame-Bohnen. Und auf dem Reis habe ich so eine Thai-Chili-Soße gemacht und das finde ich richtig gut. Also die Kombi gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, auch mal Nudelreste verwerten, ein bisschen Gemüse, Reis, sehr bekömmlich. Und das ist auch so ein Essen, was mich zum Beispiel überhaupt nicht müde macht. Danach kann ich sofort durchstarten, erstmal Stalldienst machen oder mit dem Hund gehen, ist überhaupt kein Thema. Weil wenn ich so einen Burger esse, ist es natürlich ein anderes Körpergefühl, als wenn ich so ein Bowl esse. Deswegen, also ich liebe zurzeit total Bowls, weil es mir irgendwie alles gibt, was ich brauche. Ich kann danach aber genauso weitermachen und ich fühle mich einfach gut und wohl. Und Bowls sind einfach herrlich, finde ich. Und habt ihr in den letzten Food Diaries ja immer schon so ein bisschen mitbekommen, dass ich mir mein Essen auch gerne zusammenwürfel. Nichts anderes ist das, ja. Also Reste gut verwertet und jetzt esse ich lecker.
Ich hoffe, du hattest Spaß. Meine 6 tollen veganen E-Books packe ich dir mal runter in die Videobeschreibung. Dort findest du tolle Rezepte für deine Küche. Richtig, richtig lecker. Und wir sehen uns dann ganz bald in meinem neuen Video. Mach's gut und tschüss.